Und ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. Erstmal, es tut mir leid, dass es in letzter Zeit keine neuen Parts gegeben hat. Ich war erkältet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach wieder an zu spielen. Und wir sind hier in dieser Urlaubsanlage, an dem wir im letzten Part glorreicherweise angekommen sind. Und jetzt suchen wir immer noch diesen verdammten Schlüssel. Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass er im Gebäude war. An der Rezeption. Weil die Frau hat ja im letzten Part was gesagt, dass. Und so, ne? Gut. Schlüssel! Wo ist der Schlüssel? Der magische Schlüssel nach. Nirgendwo. Hier ist nichts. Aber vielleicht hier? Ich muss sie alle haben. Pokémon, fangen Sie alle Schlüssel. Hier ist ein Item. Ist das der Schlüssel vielleicht? Purpurstück. Das ist kein Schlüssel. Sehr merkwürdig. Naja, gut. Der Schlüssel wird wohl irgendwo rumliegen. Wir müssen ihn einfach nur suchen und wir werden ihn bestimmt finden. Ach verdammt, jetzt bin ich nach außen gegangen. Wollte ich gar nicht. Sprechen wir mal mit den ganzen Leuten hier zuerst. Vielleicht gibt uns ja einer den Schlüssel, weil er ihn gefunden hat. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Aha, Traum weiter. Hier ist nichts. Hier ist überhaupt nichts. Bei dem Typen waren wir schon, bei dem Rezeptionist. So, hier ist ein Häuschen. Hey du, das ist der Überfall. Gib mir den Schlüssel. Sofort! Oh wirklich, du bist ein Reisender. Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Kennst du den Mondberg in der Region Kanto? Nein. Pipi tanzen dort im Mondlicht. Das würde ich mir so gerne wenigstens einmal im Leben sehen. Hast du den Schlüssel irgendwo bei dir? Nee. Schade. Wir durchsuchen jetzt ein Haus nach dem anderen, um den Schlüssel zu finden. Und wenn ihn niemand hat, dann gibt's Ärger. Mein Radar schlägt hier aus. Nee, hier ist aber nichts. Betrug! Mein Billigradar vom Aldi. So, das nächste Häuschen in dieser Ferienanlage. Oh Gott, da ist wieder so ein Clown, der eine Palme anschaut. Oh, so eine interessante Palme. Ich glaube, ich leg mir auch so eine zu. Die sehen so schön aus. Allein wie die geziert ist, diese Palme. Das ist super. Ich mag Palmen. Ich glaube, ich leg mir, wie gesagt, auch so eine zu. Die sehen richtig schön aus. Die stelle ich dann in meinem Garten, gieße sie Tag und Nacht und die wird sehr glücklich sein. Und genauso wie ich. Ich werde auch sehr glücklich sein, wenn ich so eine Palme habe. Wir sind reisende Straßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir dies hier. TM 92 Palmangriff, nein. Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, die die Zeit verzehrt. Setzt du sie ein, wird sie eine Weile das langsamste Pokémon zuerst angreifen lassen. Bevor das schnellere angreifen kann, greift das langsamste Pokémon an. Wie du die Attacke einsetzt, bleibt natürlich dir als Trainer überlassen. Gut, ich werde diese Attacke, die steht in meinem Moveset von einem meiner Pokémon drin. Und zwar steht die im Moveset von Bronzel drin. Bronzel ist ein sehr langsames Pokémon und mit der Attacke Bizarro-Raum können wir die Initiative unseres Pokémons ein bisschen erhöhen. Ich habe die Attacke übrigens noch nicht so besonders gut immer eingesetzt. Okay, was verlerne ich jetzt? Es ist die Qual der Wahl. Ich muss leider Lichtschild verlernen. Die Attacke haben wir ihnen zwar als Tieren beigebracht, aber wir haben sie bis jetzt noch nie verwendet und jetzt haben wir eine bessere Attacke. Und das ist der Bizarro-Raum. Ich bin einfach eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für sich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Aha, auch im Inneren eines Vulkanes, während er ausbricht, fühlst du dich immer noch cool, nur weil du eine Gitarre dabei hast? Denk mal drüber nach.
Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht an. Aber ich kann nicht erkennen, ob es sich das auf einen Pokémon oder einen Trainer bezieht. Mysteriös. Hier ist nichts bloß Abfall. Immer noch kein Schlüssel. Der muss hier doch irgendwo rumliegen. Wo ist der Schlüssel? Also hier ist nichts. Schauen wir mal nach, ob der Schlüssel hier zu finden ist. 7-Sterne-Restaurant. Der Ort des guten Geschmacks. Und ein weiteres Restaurant. Oh Gott, so viele Gäste. Hoffentlich wollen die nicht alle kämpfen. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der werte Gast kann auch kämpfen. Bon Appetit. Na, ich dachte es mir schon. So viele Leute werden auch... Da werden auch ein paar Trainer dabei sein, wenn so viele Leute da sind. Interessant, äußerst interessant. Diese Vorspeise sieht faszinierend aus. Pflanzliche Inhaltsstoffe 20%. 20% cooler. Eisen, Eisen 5%. Eiweiß 35%. Interessant, äußerst interessant. Bitteschön, soll ich deine Fähigkeiten analysieren? Ja. Oh Gott, wir kämpfen. Verdammt. Was habe ich gemacht? Oh Gott, Doppelkampf. Ich glaube, das sind hier nur Doppelkämpfe. Ein Glück, dann ersparen wir uns Zeit, denn gegen jede einzelne Person hier in diesem Haus zu kämpfen, wäre ein bisschen aufwendig. Gut, wir können die Attacke Bizarro-Raum gleich testen. Leider wird das unseren Frau Löwen verlangsamen. Aber auch das gegnerische Kadaver. Okay, Frau Löwe greift an. Sie greifen mal an mit Funkensprung. Halt nein, sie verlieben sich in einen Kadaver. Oder Kadaver verliebt sich in ihn, weil sie so charmant aussehen. Okay. Sehr gut, Anziehung wirkt. Petersdoms Angriff wird als letztes durchgeführt werden, da das Pokémon das langsamste von allen ist. Und Pizarro-Raum. Nun ist Petersdom das schnellere Pokémon. Und ich greife jetzt an mit Hypnose. Auf Skankaboo. Und Frau Löwe geht jetzt in den Angriff über mit einer Bissattacke auf Kadabra. Ach, leider geht die Hypnose daneben. Das ist lustig, denn die Basis-Pokémon sind jetzt schneller als die Entwicklungen. Warum geht die Attacke daneben? Frau Löwe, was habe ich Ihnen beigebracht über Attacken, die daneben gehen? Nicht gut! Aussetzer. Dammit. Also gut, ich kann leider mit einer Psycho-Attacke nicht das Skankaboo angreifen. Und Kadabra anzugreifen macht wenig Sinn, da die Attacke nicht effektiv ist. Gut, ich mach's nochmal mit denselben Attacken, bloß setzt Petersdom Eisenabwehr ein. Das wird unseren Petersdom ein bisschen verstärken. Kratzfurie. Süß, die Attacke. Dreimal getroffen. Herzlichen Glückwunsch. So, ich glaube, das wird ein One-Hit-Kill. Ja, war's auch. Frau Löwe, Sie haben gute Arbeit geleistet. Ich erhöhe Ihren Gehalt. Okay, Petersdom. Ja, verdammt, der kann immer noch nicht angreifen. Hypnose ist immer noch blockiert. Ich könnte die Zeit wieder normalisieren mit einer weiteren Bizarro-Raum-Attacke. Aber ich glaube, ich verstärke die Verteidigung noch weiter. Und Frau Löwe greift an mit Funkensprung. Lernt unsere Frau Löwe Donnerzahn. Die müsste die Attacke eigentlich bald erlernen. Genauigkeit von Petersdom sinkt. Ach, Frau Löwe, ich bin von Ihrer Inkompetenz enttäuscht. Sie werden degradiert. Ich ziehe Ihren Gehalt herunter. Also, Erpressung bei seinen Mitarbeiterinnen hilft immer. Also, wenn ihr mal eure Mitarbeiterinnen motivieren wollt,
Dann müsst ihr einfach ihren Gehalt kürzen. Und es funktioniert. Okay. Unser Petersdom hat jetzt die höchste Verteidigung, nämlich plus 6. Jetzt müsste es eigentlich unankratzbar sein. Gut, ein Pflanzentyp. Quatsch. Wassertyp. Ich normalisiere wieder die Zeit und Funkensprung auf Bamelin. Ja, Wasserdüse trifft immer zuerst. Ach, Frau Löwe! Langsam müssen wir über eine Entlassung sprechen. Ich meine, das ist Arbeitsverweigerung, was Sie hier betreiben. Bamelin ist komischerweise schneller als Bronzel. Es kann sein, dass die Zeit jetzt von selbst wieder normalisiert wurde. Ja. War es auch wahrscheinlich. Okay, One-Hit-Kill. Immerhin macht Frau Löwe One-Hit-Kills, auch wenn die Attacken nicht immer treffen. Gut, diese zwei drin hätten wir geschlagen. Diesen Ausgang habe ich nicht vorher gesehen. Vor diesem Kampf war ich eigentlich guter Hoffnung. Oh, 2000 Poké-Dollar. Okay, hier ist ein Kamerateam. Kamerateam. Oh, dies ist also Hauptgericht. Ui, lasst uns schnell die Aufnahmen machen, damit ich es genießen kann. Du schnüffelst hier schon die ganze Zeit herum. Willst du unsere Aufnahmen stören? Ja. Oh, jetzt sind sie aggro und fordern mich heraus, damit ich verschwinde. Hoffentlich interviewen die mich nicht. Oh, Luxio und Kramorx. So, Luxio, du wirst dich jetzt in unsere Frau Löwe verlieben. Muhahaha. Okay, Petersdom kehrt zuerst die Zeit wieder um, Bizarro-Raum. Und Luxio lässt das gegnerische unsere Frau Löwe, meine ich. Luxtra lässt natürlich das gegnerische Luxio verlieben. Oh, Luxio hat sich verliebt. Bitte greif nicht an. Du willst doch deine große Liebe nicht angreifen. Ja, wollte er aber nicht. Gut, die Zeit ist wieder umgekehrt. Und Hypnose auf Kramorx. Nein, auf Luxio. Dann können wir es weiter außer Gefecht setzen. Verdammt, ich muss mich erst wieder hineinfinden in das Explain. Jawohl, Hypnose trifft. Sehr gut. Denn ich habe ja nicht so lange wieder Let's Plays aufgenommen. Na doch, ich habe lange kein Let's Plays mehr aufgenommen. Was geht hier für einen Stoß? Ich muss erst nachdenken über das, was ich spreche. Ja, leider bin ich nicht so gut drauf wie im letzten Part. Im letzten Part war ich ja übermotiviert. Erst muss ich hier, ich muss mich erst wieder hineinfinden in das LP'n. Denn 3 Tage nicht aufnehmen, das ist schon... Ja, nee, das waren sogar mehr Tage. Es waren 5 Tage. Nee, ist vielleicht sogar noch mehr. 5 bis 6 Tage. Donnerstag habe ich letztens aufgenommen. Donnerstag, jetzt haben wir Dienstag. Ja, das sind 5 Tage. Gut, Sondersensor auf Luxio und... Was habe ich gemacht? Target SPS to 1 zu... 5000? 7500? Hä? Scheiße, was habe ich getan? Oh Gott! Was habe ich getan? Was habe ich da für eine Schnelltaste gedrückt? Das hört sich auf jeden Fall lustig an. So, jetzt speeden wir eine Runde. Stärke! Oh Gott! Ich habe, glaube ich, jetzt eine Speed-Taste aktiviert. Geil, es gibt eine Speed-Taste. Yippie! Aber wie kann ich die wieder zurücksetzen? Halt! Das ist viel zu schnell! Halt, stopp! Nein! Ein Pikachu! Oh Gott! Nicht so schnell. Okay, ich versuche das mal schnell zu fixen. Bis gleich. Okay, ich habe es gefixt.
Durch meine kleinen Fauxpas habe ich was herausgefunden. Und zwar kann ich jetzt die Geschwindigkeit verändern in sehr schnell. Ja, und sehr langsam. So Zeitlupenangriffe. Für so Zeitlupenangriffe ist das bestimmt ganz lustig. Okay, wir wandern mal dieses Pikachu zu ownen. Sondersensor auf Pikachu und Funkensprung auf Pikachu. Normalerweise wäre jetzt Pikachu das schnellere Pokémon, aber durch die Attacke Bizarrer Raum wird alles umgedreht und unser Bronzel greift zum ersten Mal an. Gut, die KP unseres Pokémons füllen sich wieder auf durch die Seegesang-Item. Das Seegesang-Item. Das war eine beachtliche Vorführung. Ich hätte damit rechnen sollen. 1 plus 1 ist 6. Damit hättest du rechnen sollen. Oh nein, während wir gekämpft haben, ist das Essen kalt geworden. Hat es echt so lange gedauert, dieser Kampf? Nee, glaube ich hier nicht. So. Oh, mein kleiner Schatz. Deine Mama ist so stolz auf dich, dass du den Test so hervorragend bestanden hast. Du darfst dir aussuchen, was du möchtest. Das ist eine Belohnung. Mein Spatz. Stell dir vor, mein Junge ist nicht nur Klassenbester, sondern auch ein Wunderkind, was Pokémon angeht. Möchtest du uns nicht herausfordern und dich selbst davon überzeugen? Ja. Ich will eigentlich nur euer Geld. So, Felino und Meryl. Meryl ist ein cooles Pokémon. Ich habe mir schon überlegt, auch mal einer zu Meryl ins Team zu nehmen. Damals in der Kristall-Edition. Aber ich habe mich dann doch umentschieden, weil es noch andere Wasser-Pokémon gibt, die eindeutig besser ist. Ich wollte ja damals einen Lapras nehmen, aber leider hatte ich dann Emulator-Probleme, sodass Lapras an einem Freitag nicht erschienen ist und dann musste ich zu Gyarados umspringen. Auch wenn ich eigentlich Meryl hätte nehmen können. Naja. Meryl hat, soweit ich weiß, viele KP. Ähnlich wie die ganzen Basis-Pokémon. Diese ganzen Normal-Basis-Pokémon. Wie zum Beispiel Chanera, Pipi oder. Oder Pummeluff. Pummeluff, glaube ich, ja. Die haben ja alle eine hohe KP. Dafür sind die anderen Werte nicht besonders gut. Und Felino, ich meine, Meryl ist genauso ein Pokémon. Und Frau Löwe ist fast tot. Frau Löwe, was ist los mit Ihnen? Ich streiche Ihren Gehalt. Erstmal Bizarre-Raum. So, und jetzt Wechsel zu... ich habe noch gar nicht geschaut, was für Attacken Vonare kann. Fund und Charme, okay. Gut, ich werde wechseln zu... nicht Frau Löwe, sondern... Waterloo. Gut, er macht unsere Glocke ein bisschen nass. Das ist nicht gut, unsere Glocke, da kann dadurch rosten. Eigentlich müssten Wasserattacken gegen Stahltypen effektiv sein. Ich meine, sie bringen Stahl eigentlich zum Rosten, ne? Ich meine, wenn man einen Nagel annässt, quasi, so durch Regen oder so, dann rostet er ja auch. Eigentlich müsste das dann effektiv sein. Naja, gut. Die Pokémon-Macher haben ihre eigene Logik. Ich meine, wenn Feen-Pokémon sehr effektiv gegen Drachen sind und Drachen wirkungslos gegen Feen-Typen sind, dann wird es schon eine Logik haben. Hoffe ich. Okay, das Felino wird jetzt angegriffen. Okay, sieht ganz gut aus. In den roten Bereich wurde es geschwächt. Leider ist Metallklaue nicht effektiv gegen Wassertypen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich meine, wenn man mit einer Rohrstange gegen Wasser haut, na gut, dann passiert echt nichts. Ja, stimmt. Ergibt Sinn. Gut, aber wie wär's mit Blizzard? Blizzard trifft beide Gegner. Eis müsste doch vom Logischen her sehr effektiv gegen Wasser sein. Ich meine, Eis lässt Wasser in Eis verwandeln und verändert dadurch den Typen, also müsste es eigentlich sehr effektiv sein. Naja,
Okay, Waterloo, greif an mit Blizzard. Naja, immerhin wird das Mary getroffen. Ach, aber es reicht nicht zum Kill. Verdammt. Gut, Sondersensor auf Felino und nochmal Blizzard. Auf beide Gegner. Schlammbombe. Ich mag die Attacke überhaupt nicht. Die Attacke kann auch Sumpex, soweit ich weiß. Gut, das ist der Todesstoß für Felino. Und der für Meryl kommt gleich. Nachdem sich unser Petersdom geheilt hat. Okay, Waterloo. Blizzard! Okay. Ein paar Erfahrungspunkte für beide Pokémon. Und ein Griffel. Haha. Ich mag Griffel. Ich weiß nicht warum. Es sieht so lustig aus. Vor allem die Augen und dieses Grinsen. Das gefällt mir richtig gut an Griffel. Aber die Entwicklung ist noch verrückter. Ambidiffle heißt das Pokémon, soweit ich weiß. Das ist auch ein Pokémon mit einer hohen KP-Anzahl. Ambidiffle. Aber ich glaube, Ambidiffle hat auch einen hohen Angriff. Spaßkanone! Er bringt mein Pokémon zum Lachen. Das senkt natürlich seinen Angriff. Weil mein Pokémon dadurch ein bisschen lockerer wird. Und der Blizzard geht daneben. Warum? Ja. Gut, die Dimension ist wieder normal. Jetzt ist Petersdom wieder das langsamere Pokémon. Aber unser Kleabrunn ist wieder das schnellere Pokémon. Lupfstrahl. Da ist Depp drauf. Das müsstest du nicht überleben. Nein. Gut, wir haben diese zwei Leute besiegt. Und nun spreche ich einen Toast aus. Was? Toast. This guy is toast. Auf das mein ganzer Stolz, mein Tino wieder die beste Note in einer Klassenarbeit schreibt. Ach, das nennt man überfordern. Sein Kind überfordern. Ich bin mal gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ein Junge wäre ein Bruder, ein Mädchen wäre eine Schwester. Und ich werde die ältere Schwester sein. Daher muss ich im Umgang mit Pokémon besser werden und ein Vorbild sein. Ja, dass ich jetzt mit Ja geantwortet habe, macht keinen Sinn. Auf so eine Aussage antwortet man nicht mit Ja. Okay, beide setzen jeweils zwei Pokémon ein. Die ersten sind Pidgeotto und Marshollo. Ah, Frau Löwe ist immer noch angeschlagen. Ich muss Frau Löwe wieder austauschen lassen. Marshollo ist gefährlich für meinen Petersdom, denn Kampfattacken sind sehr effektiv gegen Stahl. Allerdings hat Petersdom jetzt den Vorteil, es ist ja ein Psycho-Pokémon und das tut die Schwäche des Stahltyps gegenüber Kampfattacken aufheben, sodass Kampfattacken nur normal stark sind. Gut, es wird wieder Zeit, Kampffeige einzusetzen. Es soll sich ja auch bald zu Staraptor entwickeln. Gut, er senkt der Staraptor, unser Kampffeige senkt den Angriff beider Gegner. Das ist gut, weil beide Gegner greifen mit Angriff an. Gut, das wird ein One-Hit-Kill. Weil die Psycho-Attacke sehr effektiv ist gegen das Kampf-Pokémon. Ja, was habe ich gesagt? Oh Mann, das ist so langweilig, langsam die ganzen Theorien hier vorherzusagen. Weil wir sind sowas von überlevelt. Jetzt müssen wir nur noch einen Hamster und drei andere Viecher insgesamt töten. Oh, er igelt sich ein. Das stelle ich mir so vor, wie so ein Hamster sich einigelt. Sieht bestimmt ganz lustig aus. Bronzel. Nachmacher. Mein Bronzel ist cooler. 20% cooler.
Du schläfst jetzt erstmal eine Runde. Und Staravir greift an mit Ayoras. Ach komm schon, warum wird das kein Kill? Ich bin enttäuscht von dir. Aha, Walzer, Gesteinsattacke ist sehr effektiv gegen Flugtypen. Soll das ein Scherz sein? Tackle. Tackle auf dem Stahl-Pokémon. Da kannst du genauso gut gar nichts einsetzen. So, erstmal schläfst du eine Runde. Und jetzt Sondersensor auf Bidiza. Und Aeroas auf Bidiza. Damit wir den Hamster endlich los sind. Gut, unsere Pokémon bekommen wieder Erfahrungspunkte. Auch wenn es nicht besonders viel ist. Sondersensor! Töte ihn mit aller Macht! Okay, das war nicht töten, das war eher ankratzen. Und das letzte Pokémon, was sie noch zur Verfügung haben. Ein weiteres Bidiza. Langweilig! Ich will Gyarados sehen! Mit Hyperstrahl. Das ist herausfordernd. Ah, schalt mir den Hamster schnell aus, damit ich mich um das Bronzel kümmern kann. Wir brauchen unbedingt ein Feuer-Pokémon. Ich kann euch schon mal vorhersagen, wir werden ein Feuer-Pokémon ins Team nehmen. Und wir werden es auch, sagen wir mal, in den nächsten 5 bis 7 Parts werden wir unser Feuer-Pokémon einfangen. Und wir sind es bereits begegnet. Nur so als Hinweis für unser nächstes Team-Pokémon. Gut, jetzt müssen wir noch dieses Bronze ausschalten. Leider haben wir kein Feuer-Pokémon oder eine Feuerattacke, denn ansonsten könnten wir dieses Bronze ohne große Schwierigkeiten ausschalten. Aber jetzt müssen wir uns durch diesen Stahltyp durcharbeiten. Ja, die Attacken ziehen fast gar nichts ab. Hypnose auf Bronzel und Fliegen auf Bronzel. Fliegen müsste viel abziehen, weil Fliegen sehr stark ist und da ist auch Step drauf. Ah, Konfusstrahl. Das ist langweilig. Gut, Bronzel greift an mit Hypnose und Kampfwalke greift natürlich an mit Fliegen. Ja, zieht ein bisschen mehr ab als die anderen Attacken. Nicht selbst verletzen. Jetzt fange ich schon wieder mit dem an. Zu Recht. Okay, töte es mit Hypnose. Töte es mit Hypnose, hört sich lustig an. Töte es mit Hypnose und du greifst es an mit Fliegen. Und zwar sofort. Nein, da habe ich meine F-Taste nicht mehr aktiv. Aber ich glaube, die möchte ich auch nicht mehr benutzen. Denn ich fand den Part irgendwie nicht so gut, auch wenn da lustige Sounds darin zu hören waren. Okay, Sondersensor hat eine Hypnose und der Fliegenangriff von Kampffalke. Alles klar, wir haben dieses Bronzel in den roten Bereich reingeschwächt. Nicht selbst verletzen. Wenn du dich selbst verletzen willst, dann werde zum Emo. Dann kannst du dich so oft selbst verletzen, wie du möchtest. Ich werde meinen Kampffalken jetzt heilen müssen. Also, ich benutze die Attacke Ruheort, damit mein Kampffalken sich ein paar KP wieder heilen kann. Jetzt greif bitte an und hör auf, dich selbst zu verletzen. Danke.
Alles klar. Mit einem Angriff müsste das Rätsel des Gegners erledigt sein. Ich frage mich, wann sich Bronzel entwickeln wird oder wann es Psychokinese lernen wird. Ich vermute, dass sich Bronzel bald entwickeln wird. Ich vermute somit Level 30 bis 35 so rum, würde sich zu Bronzong entwickeln. Es kann aber auch möglicherweise Level 40 sein. Wie gesagt, ich kenne die Pokémon der vierten Generation nicht besonders gut. Du gehörst nicht zu den Schwachen, wie? Nein. Und da war auch noch mein Vater bei mir. Tja, jetzt bekommst du Ärger. Kleine Babys klingen wie Pokémon. Pia! Und ein weiterer erfolgreicher Tag geht zu Ende. Ein Toast auf meine Glücksfee. Seit ich mit ihr zusammen bin, habe ich an der Börse viel Erfolg. Ich surfe an meiner Glückswelle. Willst du wirklich mit uns kämpfen? Ja. Deine Glückswelle wird jetzt ein Ende finden. Rudolf und Roswina. Gut, insgesamt sind das drei Pokémon. Zwei Pokémon, die an Land nicht überleben können. Finneon und Goldini. Oh Gott, Frau Löwe ist fast kampfunfähig. Aber ich glaube, es kann noch kämpfen. ich glaube, ich werde ein schwaches Heil-Item benutzen, um Frau Löwe heilen zu können. Halt nein, Bälle möchte ich nicht. Und zwar ein Supertrank. Das heilt Frau Löwe zwar nicht hundertprozentig, aber immerhin wird es dadurch nicht kampfunfähig durch den nächsten Angriff, den es einstecken muss. Ach, das ist echt schwer, wenn man lange nicht mehr aufgenommen hat. Man muss sich erst wieder hineinfinden. Man muss dann ja seinen Wortschatz wieder ein bisschen abrufen, ähnlich so wie bei einer, ja, wenn man Schule hat und man muss den ganzen Stoff wieder abrufen, dann ist es ungefähr vergleichbar. Wie als würde man lange Zeit keine Let's Plays mehr aufnehmen. Und Level 31 für Frau Löwe. Dreschflegel. Eine logische Attacke, die Goldini an Land einsetzen kann. So, Sondersensor und Funkensprung. Und das müsste Goldini nicht überleben. Genau, es hat die Attacke nicht überlebt. Eigentlich hätte es den Anfang des Kampfes nicht überleben sollen, weil es an Land nicht überleben kann, wie gesagt, ne? Ich meine, zieht einen Fisch aus einem Aquarium an Land und es strampelt einfach nur so herum und dann stirbt es. Ähnlich müsste es so mit Goldini enden. Aber nein, Goldini kann kämpfen und es kann sogar noch Attacken benutzen, wie zum Beispiel Dreschflegel. Oder möglicherweise auch einen Hornbohrer, wenn es die Attacke durch Chainbreeding erlernt hat. So, das war's. Diese ganzen unlogischen Pokémon, die an Land kämpfen, sind erledigt. Wahrscheinlich kämpfen die in einem Aquarium gegen uns, genau. Da stellt irgend so ein Kellner ein Aquarium auf, sodass dann die ganzen Fisch-Pokémon reinspringen können und kämpfen können. So stelle ich mir das gerade so vor. Und bei diesem Aquarium, da sind auch ein paar Hummer drin, ein paar Krebskorps, genau, ein paar Krebskorps, die später gegessen werden. Wir haben lecker Krebskorbfleisch. Gut, gibt es hier noch irgendwas? Hier ist ein weiteres Haus. Der starrt aus dem Fenster. Okay, er ist abgelenkt. Klauen wir seine Sachen. Ach, verdammt. Abfalleimer ist leer. Dort stehen Pokémon-Bücher. Klau sie dir. Oh, was für eine schöne Pflanze. So was gibt's denn da draußen zu sehen? Ciao, ich bin der Game Director. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Ja, es ist schon klasse, dass du so viele Pokémon treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn dein Pokédex Tonnen von Einträgen hat.
Okay, wenn man zu denen kommt, wenn man seinen Pokédex vervollständigt hat, dann bekommt man, glaube ich, irgendwas. Was man da bekommt, kann ich euch nicht sagen, da ich noch nie alle 649 Pokémon in diesem Spiel gefangen hatte. Oder habe. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubes vergieße. Oh, schön gesagt. Item, ist das der Schlüssel zum Sieg? Nein. AP Plus nur, verdammt. Wo ist das Item? Muss doch hier irgendwo sein. Sehr merkwürdig. Hier vielleicht? Ah, da ist was. Gut, 1, 2, 3, 4 Schritte nach unten, einer nach rechts. 1, 2, 3, 4, verdammt, er ist im Swimmingpool. Ah ja, hier, nee, der ist dort unter dem Regenschirm oder unter dem Sonnenschirm, verdammt. Ja, es war aber nur ein Hypertrank. Hier ist nichts. Gott, verdammt! Wo ist dieses verdammte Item? Ich glaube, wir sprechen die nochmal an. Vielleicht gibt ihr uns einen Hinweis. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder! Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Okay, er muss jetzt am Ausgang der Rezeption irgendwo sein. Aber dort war er nicht. Werfen wir nochmal einen Blick darauf. So, Ausgang der Rezeption ist hier. Da ist er. Warte, da ist was. Nee, da ist nichts. Hier ist nichts, nada. Hier ist scheißendrich. Hier ist nichts zu finden. Nur, geh in die Leere. Ich drück mal A, vielleicht finde ich irgendwas. Ah, da ist er. Aber das wird mir nicht angezeigt als Item. Merkwürdig. Naja, gut. Jetzt haben wir immerhin das Basis-Item B-Schlüssel gefunden. Geben wir dem den Mädchen. Hoffentlich bekommen wir eine große Belohnung. Team Hyperstrahl. Ja, du hast den B-Schlüssel verloren. Oh, da ist ja der Schlüssel zu meinem Bungalow. Was? Was ist ein Bungalow? Noch nie gehört das Wort. Du hast ihn für mich gefunden? Das ist aber süß von dir. Dankeschön. So, und jetzt gib mir 1000 Euro. So, Mafia hier. Ich will 1000 Euro Schutzgeld. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier habe ich ein kleines Dankeschön. Ein Lava Keks. Okay, geht auch. Hier ist nichts, bloß Abfall. Okay, das war's mit der Ferienanlage. Ich glaube, ich beende den Part jetzt auch an der Stelle. Und im nächsten Part werden wir die nächste Stadt erreichen. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Weideburg, glaube ich, müsste sie heißen. Und dann werden wir die Stadt kurz erforschen und den Arenaleiter herausfordern. Denn die Stadt ist nicht so besonders groß. Da müssen wir den Arenaleiter eigentlich direkt herausfordern können. So, also im nächsten Part werden wir hier die Route hier durchqueren, Weideburg erreichen und uns die Stadt anschauen und gegen den Arenaleiter kämpfen. Also bis dann, macht's gut, euer RNKP. Ciao.